Eike Moyem, heute sind wir ziemlich weit unten im Bliesgau, ziemlich nah an der französischen Grenze unterwegs. Es ist super kalt, es geht wirklich schneidender Wind und ein paar Flöckelchen fliegen. Und wir haben ziemlich kalt. Ja, und der Marco, ich glaube, der hat noch viel kälter wie ich, aber das kann er echt selber erzählen. Bis später. Ich kann nur eins sagen, ich hasse Kälte und ich bin froh, wenn es da 2-3 Wochen später ist. Aber noch ein anderes Thema. Nachher am Schluss muss ich euch noch 2 schlechte Nachrichten sagen. Aber jetzt genießen erst die Runde hier, wo wir jetzt laufen. Also, bis später. So, wir müssen euch noch auf eine Kleinigkeit aufmerksam machen. Relativ weit dahinter ist leider die Beschilderung falsch. Das heißt, wir sind erst durch ein Batsch weggelaufen und haben uns gewundert, warum wir uns auf Komoot immer weiter von unserem Dreck entfernen. Naja, was haben wir gemacht? Wir sind retour und haben gesehen, dass das Schild falsch angebracht war. Das werden wir auf jeden Fall der Touristik sagen, dass die Bescheid wissen. Für euch also der Hinweis, wenn ihr komischer kleiner roter Schweif seht, wir sind kein Pipi mehr gegangen, wir sind falsch gelaufen. Wollte ich echt nur Bescheid sagen. Gerne, Marco. Es ist richtig schweinekalt. Ich kann so dermaßen saukalt, ich kann es euch gar nicht sagen. Wisst ihr, was ich noch viel genialer finde? Die alten Kelten, ne? Die lebten schon umweltfreundlich und hatten Fahrradreparaturstationen mit Pumpfunktion. Jo, also es ist ein schöner Spazierweg, aber auch sonst nix. Das Kältehaus, das ist eigentlich im Grunde nur ein richtig schöner Waschplatz, der auch gut gemacht ist. Man findet halt nirgendwo irgendwelche Hinweistafeln, was die Kälte hier angestellt haben in der Gegend. Und es hat leider nirgendwo auch ein Grabhügel oder irgendwas, was mit der Kälte zu tun hat, bis jetzt zu finden gewesen. Das ist halt schade, aber wie gesagt, trotzdem sind es 6 bis 7 gemütliche Kilometer, die man ruhig mal
laufen kann, wo man auch schöne Landschaften sieht und halt auch so ein bisschen das Umland hier sehen kann, ein bisschen nach Frankreich gucken kann. Ja, die Pfalz sieht man auch, also das ist auch noch eine Möglichkeit, die man hat. Ansonsten, ja, gebe ich jetzt einmal Hinnermann ab, der hat ja euch noch sehr schlechte Nachrichten zu überbringen. Ciao! Ich warte, weh, erzähle ich jetzt auch nicht mehr viel. Sarah hat ja alles gesagt. Erste schlechte Nachricht, das ist die schlimmste. Mir grüße ab sofort den Top-Anime. Und warum? Weil mir denke, das ist jetzt langsam ausgelutscht und deswegen lassen wir das jetzt auch. Und die zweite Nachricht ist, es kommt jetzt vorläufig mittwochs kein Video mehr raus, weil ich dort dazu einfach nicht mehr komme, weil ich anderes Schnittprogramm kriege und da muss ich mich jetzt erst rein schaffen und da habe ich einfach die Zeit nicht mehr. So, euch wünsche ich jetzt einen schönen Abend. Und bis dann. Ciao.